Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Die Welt ernährt heute mehr Menschen als je zuvor. Das wäre eigentlich eine Nachricht, über die man sich freuen kann. Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass so viele Menschen gleichzeitig vom Hunger betroffen sind wie nie zuvor. 800 Millionen Menschen hungern. 2 Milliarden Menschen auf unserem Planeten haben keinen ausreichenden Zugang, keinen dauerhaft gesicherten Zugang zu Nahrung. Und seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Krise noch mal verschärft. Dazu kommt, dass die bestehende Klimakrise das Ganze noch mal dramatisch verschärft, weil sie an Fahrt aufnimmt. Menschen hungern dort ganz besonders, wo die Klimakrise schon ungebremst sich fortsetzt. Die Krisen verschärfen sich gegenseitig. Die Weltgemeinschaft hat sich in ihrer Agenda 2030 vorgenommen, Hunger bis 2030 zu beenden. Dieses Versprechen, wenn es nicht nur ein Lippenbekenntnis sein soll, dann muss sich die internationale Staatengemeinschaft auch dazu verpflichten, das Notwendige dafür zu tun. Zur Wahrheit gehört, bis 2030 sind es gerade mal noch 8 Ernten, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt also, die Zeit drängt. Umso passender, dass wir uns heute hier in Berlin zur Berliner Agrarministerkonferenz versammeln. Hier versammeln sich über 70 Agrarminister aus der ganzen Welt, die in ihren Ländern zuständig sind, Hunger zu bekämpfen, dafür zu sorgen, dass die Ernährung der eigenen Bevölkerung und der Weltbevölkerung gesichert ist. Ich freue mich ganz besonders, dass der globale Süden stark vertreten ist. Und ich bin sehr dankbar, dass Josefa Sacco, die Landwirtschaftskommissarin der Afrikanischen Union, heute teilnimmt, unser Nachbarkontinent als Europäer. Kommissarin Sacco wird nachher gleich einige Worte auch an uns richten. Wie nie zuvor sind die afrikanischen Staaten bei dieser Konferenz hier vertreten und bringen sich mit ihren Ideen ein. Das diesjährige Motto Ernährungssysteme transformieren, eine weltweite Antwort auf multiple Krisen, drängt sich ja geradezu auf, denn noch nie hatten wir solche überlagernden Krisen, die wir gleichzeitig lösen müssen, um das Recht auf Nahrung tatsächlich auch einzulösen. Und wir stellen fest, die Krisen machen keinen Halt an den Grenzen und darum sind wir in ganz besonderer Weise darauf angewiesen, auch die Lösungen global zu denken. Wir müssen jetzt für die Staatengemeinschaft Angebote machen, für strategische, für langfristige Partnerschaften. Kommissarin Sacco und ich haben deshalb gestern eine Zukunftspartnerschaft zwischen der Afrikanischen Union und der Bundesrepublik Deutschland vereinbart, um in zentralen Fragen das Thema Transformation der Ernährungssysteme eng gemeinsam anzugehen. Wir starten einen agrarpolitischen Dialog, den ersten auf dem afrikanischen Kontinent, um Agrar- und Ernährungssysteme in Afrika krisenfest zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen uns global stärker engagieren und den partnerschaftlichen Dialog auf Augenhöhe mit einer echten Partnerschaft führen. Und ich will das auch hier sehr deutlich sagen, Deutschland und die Europäische Union müssen endlich präsenter sein. Wir dürfen das Feld nicht den autoritären Staaten überlassen, die dort aktiv sind und durch ihre Investitionen versuchen, neue Abhängigkeiten zu schaffen. Wir haben keine kolonialen Absichten, sondern wir wollen Partnerschaft auf Augenhöhe, von Freunden zu Freunden. Das ist der Weg, das Angebot, das wir machen. Wir helfen mit unserer Erfahrung, wir helfen mit unserem Wissen, damit in Afrika die Landwirtschaft sich nachhaltig weiterentwickeln kann, um die Ernährung zu sichern. Landwirtschaftspolitik kann, wenn wir es richtig machen, ein echter Gamechanger sein. Sie kann dazu beitragen, den Frieden in der Welt zu sichern. Das Problem ist, mit Krieg, mit Klimakrise, mit einem Wimpernschlag sind ganze Ernten vernichtet. Die Ernten dagegen aufzubauen, ist härteste Arbeit, braucht lange. Sie können sich vorstellen, welcher riesige Berg an Arbeit vor uns liegt. Und ich will die Gelegenheit auch nutzen, einige selbstkritische Worte zu sagen. Wir müssen weg vom kurzfristigen Krisenhopping. Unsere Unterstützung muss langfristig werden. Deshalb finde ich, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass in einer globalisierten Welt wir uns auch fragen müssen,
ob unsere europäischen Agrarexporte möglicherweise auch Krisen noch verstärken, ob sie Abhängigkeiten fördern. Wir haben uns gestern darüber unterhalten. Unsere leistungsfähige europäische Landwirtschaft, wir sind zu Recht stolz auf sie. Aber zur Wirklichkeit gehört auch dazu, dass wir in der Vergangenheit auch dazu beigetragen haben, dass in Teilen Afrikas heimische Märkte, etwa für Geflügel, etwa für Milch, keine Chance mehr haben, weil die Einkommen der Bevölkerung zurückgehen und die wirtschaftlichen Perspektiven vernichtet werden. Wenn wir Ernährungssicherheit ernst meinen, dann müssen wir auch über diese Fragen reden. Wir müssen über die Frage reden, wie können wir einheimische Märkte in Afrika stärken. In unserer heutigen Konferenz habe ich deshalb die Erwartung, dass wir das Thema nachhaltige Transformation der Ernährungssysteme deutlich uns dazu bekennen. Landwirtschaft kann nur erfolgreich sein, wenn sie Klimakrise und Biodiversität im Blick hat. Nur dann gibt es Ernährungssicherung. Deshalb ist das Thema Wissenstransfer ganz zentral. Das Know-how, beispielsweise zu Pflanzenschutz, gehört nach Afrika. Es gehört nicht primär in die Konzernzentralen, die damit natürlich Geld verdienen wollen. Nachhaltiger werden heißt auch, dass wir besser mit den Ernten umgehen. Wir haben Länder, in denen es bis zu 50% Nachernteverluste gibt. Die Zahl geht einem über die Lippen und gleichzeitig merkt man, dass das ein skandalöser Zustand ist. Deshalb brauchen wir funktionierende Lagermöglichkeiten. Wir brauchen Logistik. Wir brauchen Verarbeitungskapazitäten. Und nicht zuletzt heißt nachhaltige Transformation auch, dass es bestmögliches Regierungshandeln auf allen Ebenen gibt. Good Governance gehört natürlich auch dazu. Ein besonderes Augenmerk wollen wir dabei auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft legen. Sie ernährt die Hälfte der Menschheit. Kleinbauern brauchen aber eben auch Zugang zu Saatgut. Sie brauchen Zugang zu Dünger, damit sie Menschen besser ernähren können. Das heißt auch, staatliche Gelder müssen einer Überprüfung standhalten, ob sie diesem Ziel auch wirklich zuarbeiten. Humanitäre Hilfe muss immer eine Selbstverständlichkeit sein. Aber sie ist eben halt auch immer kurzfristig. Wir müssen die Entwicklungshilfe stärken. Wir brauchen dabei eine Fokussierung auf langfristige Veränderungsperspektiven. Wir brauchen die Selbstversorgung als Ziel. Ich will es vielleicht etwas plastischer ausdrücken. Vielleicht muss das Ziel künftig sein, Getreidesilos bauen, statt Getreidesäcke schicken. Es muss uns um Empowerment Afrikas gehen, um echte Lösungen. Herzlichen Dank. Good morning, the press. I would like to thank Honorable Minister for all these strong words and commitments to work together with the African Union Commission. As we are all aware, we said that the demand for food is increasing. And we have our global agenda, which is the SDG, and the goal number two is ending hunger. We have only 7 years to go to end hunger. But when we look at the context, to this context, we see that in Africa, my continent, we are not going to attain it if we don't have support from countries like Germany that are doing very well in terms of agriculture, the EU. So we really need to build upon the experience of the northern countries, I mean the western countries that are doing it very well. We also need to mitigate all these crises or all these shocks that we are having on the continent. So this type of platform, this forum is very important for us because this is an opportunity for us to exchange, you know, learn, lesson learned, exchange experience. So that is why my chairperson told me to assist this forum because after COVID-19 pandemic, this is the first time we are meeting physically. So it is a very, very important forum that we will take the outcome of this forum to speed our ambition to end hunger. The goal two of the SDG, of the Agenda 2030, tells us to end hunger by 2030. In Africa, we have our own agenda 2063, which is very much aligned with the global agenda. Under the Agenda 2063, we also have a 10-year action plan. So our ambition to end hunger in Africa is by 2025.
It's not 2030 because we wanted to accelerate because this is a continent that really has a problem of food insecurity, malnutrition, stunting children. So that is why our ambition under the Agenda 2063 is until 2025. So we have only 2 years ahead to really improve. But we have a mechanism, we have tools at the African Union Commission through our flagship program, which is CADEP. We have the biannual review report that we report to our head of state every 2 years. This year we are going to report. So the last report tells us, you know, after facts and indicators with a scientific basis, it tells us that only one country in Africa out of the 55 is on track to end hunger by 2025. So we need to speed our ambition. We really need to revert this thing. But due to the COVID-19 pandemic and the crisis in the Russia-Ukraine, this one also exposed our vulnerability. So I'm very happy, I commend the Federal Republic of Germany under our bilateral relationship with the African Union Commission to sign yesterday, we signed the Joint Declaration of Intent. So all this issue that was raised here by Excellency Minister of the Federal Republic of Germany for Agriculture and Food and Agriculture, we know that it's, you know, part of the compound in this Joint Declaration Intent that we signed yesterday. We are going to look at the food safety, post-harvest loss, Africa. You know, produces, but most of the 20 to 30% of what we produce due to lack of infrastructure, you know, is being just wasted. So this post-harvest loss is one of the core issue. We have rain-fed agriculture. With the climate change, we have really problems, you know, in terms of to secure a food for our people. So that is why we want, you know, the support from Germany. It's very important, and we know that we are getting a lot of support since we have been facing these two shocks, the recent shock, the pandemic and the crisis. So I'm really very optimistic that things are going to change, because even at the African Union, at the continent, we are also doing some, you know, some effort to solve, to respond to this pandemic and the crisis. The African Development Bank, immediately after last year when the war started in Ukraine, the African Development Bank put in place a facility, which is the African Emergency Food Production Facility, with $1.5 billion. We have started working on that. We selected four commodities, which is wheat, rice, soybeans, and the maize, you know, to produce in the next 4 years. The good news is that since we started it, the Republic of Ethiopia is going to export wheat in the region, in the Horn of Africa. So we are really trying also to bring a lot of support. We have also the support from the World Bank, $3.4 billion, to address the issue of the Horn of Africa, because this is a very, very serious problem because of the drought, and also the southern region of Africa, like a country like mine, Angola, we have Angola, we have Mozambique, we have Namibia. We have a lot of drought, floods, because of the climate crisis, so we are mobilizing a lot of money so that we can be sovereign in our country, in our continent. Next week, from the 25th to 27th, the chairperson of the African Union, His Excellency Macky Sall, he called for a high-level summit in order to address the issue of food sovereignty in Africa. Because we cannot believe that a continent like Africa, that has 60% of our uncultivated arable land. We have is a region that has the youngest population, 60 to 70% of our population are young. We have water facilities. We have all the ecosystem to feed Africa and also feed the world. Thank you. Vielen Dank. Can I ask one question?